Also, was ich heute Abend kurz darstellen möchte, ist vielleicht ganz kurz nochmal ein Einstieg in den Freihandel überhaupt, damit man vielleicht auch ein bisschen Anknüpfungspunkt hat, warum überhaupt so ein alternatives Handelsmandat entstanden ist. Dann wollte ich gerne als Diskussionsbeitrag kurz überhaupt das Thema Alternativen für zivilgesellschaftliche Bewegungen als strategischen Ansatz darstellen und dann das alternative Handelsmandat selber darstellen. Was wir heute Abend wahrscheinlich nicht machen können, wozu ich auch nur beschränkt kompetent bin, ist in inhaltliche Details von dem Dokument zu gehen. Da steckt sehr viel Facharbeit dahinter, wo man eigentlich zu jedem der Bereiche, die ich nachher kurz aufzeigen will, im Grunde ein Wochenendseminar machen könnte mit den entsprechenden Fachleuten. Gut, die Situation, die uns heute mit TTIP entgegensteht, hat eine ihrer Hauptwurzeln vor 25 Jahren, Fall der Mauer, Beginn der neoliberalen Globalisierung mit den Prinzipien des Konsens von Washington, liberalisieren, also Handelsströme international öffnen, öffentliche Daseinsvorsorge privatisieren, in die Hände der Unternehmen bringen und unternehmerisches Handeln deregulieren. Nach 25 Jahren muss ich, glaube ich, zumindest den ATTAC-Mitgliedern hier nicht erklären, was das in der Praxis heißt und geheißen hat. Während die Waren über die Grenzen gehen, werden Menschen an unseren Grenzen so abgehalten, dass sie im Mittelmeer ersaufen. Die Gewinne der Banken sind privatisiert, während wir für die Finanzmarktkrise aufkommen können. Und während Unternehmen zunehmend tun und lassen können, was sie wollen, wird das Handeln der Bürger zunehmend kontrolliert. Muss man ja nicht weiter erklären, was mit dem NSA-Skandal gelaufen ist. Der eben schon genannte Nicanor Perlas hatte uns bei einem Vortrag vor 15 Jahren, als diese globalisierungskritische Debatte auch in der Öffentlichkeit anfing, das so dargestellt, dass für die Durchsetzung und Umsetzung der neoliberalen Globalisierung drei entscheidende Politikfelder oder politische Handlungsebenen relevant sind. Zum einen die Finanzmärkte, die schon seit den 70er Jahren fortschreitend dereguliert werden, was jetzt eben auch zu der Finanzmarktkrise geführt hat. Die Öffnung des Welthandels, was damals insbesondere durch die Gründung der Welthandelsorganisation WTO der Fall war. Und als drittes Politikfeld der Investorenschutz oder insgesamt die Investitionspolitik. Und da gab es eben jetzt die letzten 15 Jahre mehrere Versuche, zunächst in der Welthandelsorganisation selber so einen Investorenschutz zu verankern, dann mit dem berüchtigten multilateralen Abkommen über Investitionen 1998, das damals gescheitert ist, direkt nachdem es veröffentlicht wurde. Das Dokument ist damals geleakt. Dann gab es nochmal einen Versuch bei der WTO, damals in Mexiko, die ist gescheitert, die Konferenz musste abgebrochen werden. Und jetzt steht uns diese Frage des Investorenschutzes wieder ganz prominent im Zusammenhang mit TTIP entgegen. Die spannende Frage ist, ob sie es dieses Mal durchbringen. Perlas hatte das damals als äußerst signifikant dargestellt, dass eben dieses dritte Standbein nicht durchgesetzt werden kann, dass da die Zivilgesellschaft einen Bremsblock hinbekommen hat. Bitte. Ja, das ist richtig, aber nicht in Form eines multilateralen Abkommens. Ich gehe da nachher noch drauf ein. Das ist jetzt gerade nur eine Kurzübersicht über die Versuche, diesen Investorenschutz auf einer quasi globalen Ebene durchzusetzen. Der Umweg über die bilateralen Verhandlungen war ja eine Antwort vor allem der EU auf das Problem, dass sie sich in den multilateralen Verhandlungen nicht durchsetzen konnte. Worum geht es bei den Investor-Staat-Klagen? Internationale Investoren sollen die Möglichkeit haben,
vor internationalen Schiedsgerichten zu klagen, die eben nicht der nationalen Gerichtsbarkeit unterworfen sind, sondern die rein nach den Grundlagen dieser Investorschutzverträge aufgebaut sind. Wie Sie gerade schon gesagt haben, Ende 2012 gab es bereits über 500 Klagen eben im Rahmen dieser bilateralen Verträge. Deutschland war der Erfinder dieser Investorschutzabkommen, damals schon in den 50er Jahren im ersten Abkommen mit Pakistan. Es hatte damals mindestens von der publizierten Theorie her entwicklungspolitische Hintergründe. Da will ich jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen, sonst kommen wir nicht zum ATM. Das andere, ich gehe jetzt mal davon aus, dass TTIP als solches bekannt ist, also das transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaftsabkommen mit den USA. Die beiden Hauptkritikpunkte eben bisher waren diese Investor-Staat-Klagen und jetzt die sogenannte regulatorische Kooperation. Das ist vielleicht noch nicht ganz so bekannt. Es ist bereits im Dezember 2013 ein Dokument durchgesickert, das hat damals Corporate Europe Observatory in die Finger bekommen, ein Positionspapier der EU-Kommission zum Thema der Kooperation in der Regulierung. Da geht es also darum, Regulierungsmaßnahmen in Europa und den USA gegenseitig aufeinander abzustimmen. Jetzt ein Jahr später ist der Verhandlungsvorschlag der EU dazu durchgesickert, vor ein paar Wochen. Ich weiß nicht, ist das bekannt inzwischen? Nicht so? Ja. Also das ist so ein 13-seitiges Papier. Das ist praktisch bereits der Vorschlag für die Vertragsbestandteile des TTIP-Vertrages sind da seitens der EU entworfen und damit will die EU-Kommission in die Verhandlungen gehen. ATTAC Deutschland arbeitet gerade an einem Factsheet, wo das ein bisschen dargestellt wird, was da das Problem ist. Das Hauptproblem ist zum einen, dass die Harmonisierung von Regulierungen, also da geht es wirklich ums Eingemachte, da geht es um unseren Alltag. Da geht es um Fragen wie Arbeitsplatzgestaltung, also welche Beleuchtung zum Arbeitsplatz, wie müssen Bildschirmarbeitsplätze beschaffen werden, Automobilsicherheit etc. etc. Also alle diese Dinge, die bei uns in hohem Maße reguliert sind und dadurch in hohem Maße auch Sicherheit und Lebensstandard für uns garantieren, die sind bei uns in Europa aus verschiedenen historischen Hintergründen anders geregelt als in den USA. In mancher Beziehung besser, in mancher Beziehung gibt es in den USA bessere Regelungen. Zum Beispiel gibt es sehr viel strengere Einführungsregeln für Medikamente. Aber die Gefahr, die bei solchen Verhandlungen droht, ist nach dem Kuhhandelprinzip, ich gebe dir was, du gibst mir was, dass das Regulierungsniveau abgesenkt wird. Das ist die eine Gefahr. Und das andere Problem ist, und das ist jetzt eben vor allem die Brisanz dieses Papiers, ist die Einführung eines sogenannten Regulationsrats oder Rats für die regulatorische Kooperation. Das soll also eine zwischenstaatliche Institution geben zwischen den USA und der EU, in der alle Regulierungsvorhaben vorgeklärt werden. Das heißt, wenn hier in der EU jemand, also Gesetzgeber, ein neues Vorhaben hat, etwas zu regeln, dann soll das dort erstmal bekannt gemacht werden, dort auf zwischenstaatlicher Ebene diskutiert werden, mit Einbeziehung der sogenannten Betroffenen. Das heißt, im Verständnis der EU sind das in der Regel die Unternehmen, die dann von diesen Regeln betroffen sind, die doch quasi ein Mitspracherecht bekommen. Und dann erst, wenn dort das quasi vorgeklärt ist, vordiskutiert, geprüft ist, welche negativen Auswirkungen so eine Regulierung auf den Handel hat, welche Auswirkungen sie auf die Möglichkeiten der Unternehmen hat, im anderen Land zu agieren und so weiter, dann kommt es in die EU-nationale Gesetzgebung.
Das ist so im Moment das Bild, das sich da abzeichnet. Und das heißt letzten Endes, dass wir am Ende dieses TTIP-Prozesses neben vielen anderen Kritikpunkten, die ich jetzt mal weglasse, da habt ihr sicher genügend Veranstaltungen gehabt, eine Situation haben, wo man sagen kann, die Demokratie ist in der Zange. Zu Beginn gesetzlicher Regelungen hat man die regulatorische Kooperation, in der transnational agierende Unternehmen mitsprechen, mitentscheiden, unter welchen Regeln sie handeln. Und am anderen Ende hinterher haben sie über die Schiedsgerichte, internationalen Schiedsgerichte, die Möglichkeit, an der nationalen, am nationalen Rechtswesen vorbei diese Dinge auch durchzusetzen. Das ist dann vermutlich das, was, was Merkel mit marktkonformer Demokratie meint. Das vielleicht ganz kurz zum, zum aktuellsten Stand im, im, in den TTIP-Verhandlungen. Die andere Seite des Widerstands werde ich dann auch gleich erläutern. Jetzt vielleicht zur grundsätzlicheren Kritik am, am Freihandel oder am, am Freihandelssystem überhaupt. Im Grunde haben die Protagonisten das selber schon zum Ausdruck gebracht. Mendelssohn, der frühere Handelskommissar, hat seinen Job so beschrieben, dass es darum geht, Zugang für die Unternehmen am Weltmarkt zu erzeugen. Sein Nachfolger Karl de Gucht, der bis vor kurzem Handelskommissar war, beschreibt die Aufgabe des Kommissars ähnlich, neue Märkte für die europäische Industrie öffnen. Die etwas humoristische Einlage dazu sieht dann so aus, das habe ich aus einer PPT von der Pia Eberhardt geklaut. Also tatsächlich gehen Unternehmen bei der EU-Kommission täglich aus und ein und bringen dort ihre Anliegen ein. Und das Mandat der EU-Kommission zielt ausschließlich darauf ab, die Interessen dieser Unternehmen international zu befördern. Ich muss mal, das ging ja gerade durcheinander. Das Problem ist also für uns in der EU an erster Stelle mal, dass die Freihandelspolitik selber gar nicht gesamtgesellschaftlichen Entwicklungszielen oder dem Gemeinwohl dient, sondern von ihrer Grundstruktur her, von der festgelegten Aufgabenstellung der Kommission einseitig Unternehmensinteressen bedient. Das kann man natürlich sagen, Unternehmensinteressen sind Gemeininteressen, aber das ist dann ein bisschen eine andere Diskussion. Das zweite Problem, das sich schon seit 25 Jahren aus der ganzen neoliberalen Geschichte heraus gezeigt hat, ist, dass Freihandelspolitik inzwischen mit Handel selber kaum noch was zu tun hat, sondern im Wesentlichen ein Instrument ist, über international völkerrechtlich verbindliche Verträge die Ziele der neoliberalen Politik durchzusetzen, etwa im Bereich der Dienstleistungen, öffentliche Daseinsvorsorge für Privatanbieter zu öffnen, Investorenschutz, geistiges Eigentum, ganz brisantes Thema und so weiter. Und im Ergebnis wird unser gesellschaftlicher Handlungsspielraum durch die völkerrechtliche Bindekraft dieser Verträge untergraben. International spricht man da von Policy Space. Das ist vor allem auch für die Entwicklungsländer, die bis vor kurzem eben die Hauptleidtragenden dieser Politik waren, ein massives Problem, dass sie einfach die Handlungsmöglichkeiten durch diese Verträge verloren haben, ihre eigene Entwicklungspolitik zu machen. Und 25 Jahre Erfahrung haben einfach gezeigt, etwa in den USA wurde nach Einführung der nordamerikanischen Freihandelszone massiv gut bezahlte Industriejobs verloren gegangen, die sind abgewandert nach Mexiko in diese, nennt man sie dort, Maquiladoras oder wie auch immer, diese Billigfabriken, während gleichzeitig die Lebensgrundlage der Kleinbauern in Mexiko zerstört wurde. Es sind Millionen von Leuten aus den Jobs gedrängt worden. Wir kämpfen mit Menschenrechtsverletzungen durch internationale Unternehmen, etwa in Kolumbien. Die Freihandelsverträge haben dem Landgrabbing, also der Inbesitznahme von Land, das eigentlich Kleinbauern zur Verfügung stehen müsste für die Nahrungsmittelproduktion, die Tür geöffnet.
Und die Handelspolitik befördert auch massiv die größten Umweltprobleme. Eine Studie hat nachgewiesen, dass der internationale Handel 10% der Klimagasausstöße verursacht, rein durch den Transport. Das heißt, jetzt, Anfang dieses zweiten Jahrzehnts, in diesem Jahrhundert, wo wir mit all diesen globalen Problemen, Klimawandel, Hungersnöte, Finanzmarktkrise und so weiter zu kämpfen haben, kommt dieses TTIP-Projekt daher, also ein Projekt, das eigentlich Politik wie bisher, wie vor 25 Jahren, durchsetzen will und damit den Wachstumswahn weitertreibt, anstatt endlich eine neue Politik umzusetzen. Das heißt, das Grundproblem letztlich in der EU-Handelspolitik, vor dem wir stehen, ist, dass sie auch nicht von demokratisch gewählten Gremien gestaltet wird, sondern von den Bürokraten in der Kommission in Zusammenarbeit mit den Regierungen, aber ohne echte demokratische Mitsprache. Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz zurück zur Situation des Widerstands gegen TTIP als vielleicht momentane Ausgangssituation. Dank der langjährigen Arbeit an der internationalen Handelspolitik haben sich sehr schnell Netzwerke und Bündnisse gebildet, europaweit und international, die gegen dieses Projekt vorgehen. Also seit dem Frühjahr 2013, noch bevor die Verhandlungen selber anfingen, hat sich das deutsche TTIP-Unverhandelbar-Bündnis gegründet. Umweltinstitut und Kampakt haben ihre ersten Unterschriftaktionen gesammelt. Es gab im selben Jahr auch den Aufbau der internationalen Bündnisse, zunächst mal vor allem zwischen EU und USA. Dann gab es bereits im Dezember 2013 ein erstes europaweites Treffen, aus dem diese europaweite Erklärung hervorging. Ich glaube, inzwischen haben das über 100 Gruppen unterschrieben. Die ist auch nach wie vor inhaltlich die breiteste Grundlage für die Zusammenarbeit gegen TTIP. Aktuell sieht es so aus, dass heute die Nachricht kam, dass die selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative schon 1,5 Millionen Unterschriften erreicht hat. Ist ja nicht mein Verdienst. Eigentlich ist es das Verdienst der EU-Kommission, die so dumm war, diese Bürgerinitiative abzulehnen. Das sollte ja ursprünglich eine offizielle Bürgerinitiative im Rahmen des Verfassungsvertrags werden. Die EU-Kommission hat das abgelehnt aus ziemlich fadenscheinigen Gründen und die Organisatoren haben dann gesagt, dann organisieren wir es selber. Letztes Jahr im Oktober gab es schon den ersten EU-weiten Aktionstag, europaweit in über 200 Städten. Jetzt aktuell, jetzt ist schon wieder so ein Schreibfehler drin, aktuell gibt es eine Unterschriftensammlung zur Resolution des Europaparlaments. Das ist ein bisschen eine brisante Situation im Moment. Die Befürworter des TTIP im Europäischen Parlament versuchen gerade eine Resolution durchzubringen, in der grob vereinfacht schon im Voraus gesagt wird, dass sie das TTIP befürworten werden, beziehungsweise durchs Parlament ratifizieren werden, wenn die Verhandlungen rum sind. Und da läuft jetzt gerade der Versuch, da zu mobilisieren und die Parlamentarier dazu zu bewegen, dass sie da eine andere Resolution draus machen, nämlich eine, die deutlich sagt, was alles anders sein müsste. Und schließlich und vielleicht auch hier für die aktiven Leute noch am wichtigsten, es wird im Moment ein globaler Aktionstag gegen die Freihandelspolitik geplant am 18. April. Globaler Aktionstag deswegen, weil TTIP nur ein Vertrag von vielen ist. Parallel läuft gerade das Ratifizierungsverfahren für das Abkommen mit Kanada, das praktisch schon der Vorläufer für TTIP war. Es laufen die Verhandlungen zu Dienstleistungen im Rahmen der OECD. Die USA verhandelt mit den Pazifikstaaten, TPP, Trans-Pacific Partnership, das auch schon fast fertig ist, möglicherweise im Frühjahr abgeschlossen wird. Und es gibt eine ganze Reihe von weiteren Freihandelsabkommen, die gerade in der Mache sind. Etwa EU-Indien ist fertig verhandelt, wurde von der indischen Regierung
der neuen bisher abgelehnt zu unterschreiben, weil es einfach zu gravierende Auswirkungen auf die vor allem die kleinbäuerliche Wirtschaft und die Kleinunternehmer in Indien hätte. Und so gibt es eine ganze Reihe von aktuellen Abkommen mit Lateinamerika, sind einige geplant, die dieses Jahr starten sollen. Von daher ist es wichtig, dass man dieses Problem als ein weltweites, globales Problem erkennt und auch angeht. Deswegen ist dieser globale Aktionstag ein erster wichtiger Schritt, hier insgesamt diese Freihandelsagenda in Frage zu stellen und zu versuchen, da einen grundsätzlichen Widerstand gegen aufzubauen. Gut. Das war jetzt der Widerstand. Es reicht aber nicht, politische Projekte zu verhindern. Und auch um politische Projekte zu verhindern, reicht es nicht, sie zu kritisieren. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Erfahrung der globalisierungskritischen Bewegung in den letzten 15 Jahren. Ich möchte deswegen als Zwischenspiel ein paar Anregungen geben, warum diese alternativen Diskussionen auch strategisch im Widerstand gegen TTIP wichtig ist. Das Erste, was man dabei, glaube ich, aber trotzdem im Kopf haben muss, ist, dass der Widerstand immer eine berechtigte Alternative ist. Einen schlechten Vorschlag nicht umzusetzen, ist eine Alternative dazu, ihn umzusetzen. Das wird auch manchmal von den Befürwortern dieser Projekte ein bisschen so hingedreht, als ob die dann dagegen sind, sind dagegen und dann sind das die Bösen. Den Schuh darf man sich nicht anziehen. Das Zweite, ganz Wichtige, ist, diese Diskursblockade zu durchbrechen, diese Behauptung, dass diese Politik alternativlos wäre. Es gibt immer alle möglichen Wege, Dinge zu regeln und zu tun. Das muss man aber immer wieder aufzeigen, weil der Versuch, diese Politik durchzusetzen, indem man behauptet, sie sei die einzig richtige, nur dadurch delegitimiert werden kann, indem man die Gegenmodelle aufzeigt. Dann, das ist vielleicht das Eingemachte, wir haben das MAI verhindert, also wir, die zivilgesellschaftlichen Gruppen, der Widerstand europaweit, weltweit, wir haben die WTO zum Stoppen gebracht, die sich nicht mehr erweitern kann, wir haben die sozialen Bewegungen im Süden, haben die europäischen Partnerschaftsabkommen gestoppt, aber immer wenn wir irgendwas stoppen, sind wir trotzdem keinen Schritt weiter in der Entwicklung einer besseren Welt oder einer besseren Gesellschaft. Jedes Mal, wenn einer dieser Verhandlungen, wenn eines dieser Projekte durchgesetzt wird, haben wir oder haben die Menschen auf diesem Planeten an Boden verloren. Das ist der strategische Nachteil der Defensive. Das heißt, wir müssen dazu übergehen, positive, zukunftsorientierte gesellschaftliche Ziele zu definieren und die zu erkämpfen und nicht immer nur jedes Mal, wenn irgendeine Zumutung von oben runterkommt, wach zu werden und dagegen anzugehen. Dann stehen wir in einer Situation, in der wir nicht stillstehen können. Wir müssen die Zukunft gestalten. Klimawandel und so weiter braucht man nicht ausführen. Dann das, was ich eingangs schon gesagt habe, die Arbeit an Alternativen baut auch die sozialen Bewegungen massiv auf. Es ist immer ganz einfach, Gruppen zusammenzubringen, um gegen ein Projekt vorzugehen. Gutes Beispiel habe ich in Stuttgart mit dem Widerstand gegen dieses Bahnprojekt. Solange das klar war, wir wollen Stuttgart 21 verhindern, waren alle zusammen. In dem Moment, in dem das ein bisschen schwierig wurde und es darum gegangen wäre, breitere Zielsetzungen oder überhaupt gesellschaftliche Veränderungszielsetzungen anzugehen, hat sich die Bewegung weitgehend aufgelöst. Das heißt, diese Arbeit über das Erarbeiten von gemeinsamen Zielen, auch wirklich handlungsfähige zivilgesellschaftliche Strukturen aufzubauen, halte ich für einen ganz zentralen Punkt. Und schließlich und endlich brauchen wir alle positive Ziele, um uns zu engagieren. Immer nur mit der Kritik und den negativen Dingen konfrontiert zu werden, demotiviert die Leute auf die Dauer.
Das so als kleiner Zwischenappell. Und damit ist die etwas lange, aber hoffentlich nicht ganz unnötige Vorrede beendet. Und ich komme mal zum alternativen Handelsmandat. Der Hintergrund oder das Entstehen dieses Projekts hängt zusammen mit dem Widerstand der zivilgesellschaftlichen Gruppen, vor allem gegen die WTO und dann später gegen die bilateralen Verträge der EU. In Europa hat sich aus der Auseinandersetzung mit der WTO, die 1999 in Seattle gescheitert ist, das Netzwerk Seattle to Brussels gegründet. Seattles to Brussels, weil das die Leute waren, die praktisch den Widerstand aus Seattle nach Brüssel tragen wollten damals. Das ist ein großes Netzwerk aus, weiß ich glaube, 50 Organisationen, vor allem stark handelskritische, freihandelskritische Organisationen, ATTAC, Friends of the Earth war ursprünglich stärker dabei, also europäische BUND, viele entwicklungspolitische Gruppen. Wir hatten Ende des letzten Jahrzehnts ein Treffen, in dem wir relativ deprimiert feststellen mussten, dass wir nach 10 Jahren der Arbeit an der europäischen Handelspolitik eigentlich innerhalb der EU selber nichts erreicht haben. Das, was verhindert werden konnte, vor allem damals die europäischen Partnerschaftsabkommen mit den ehemaligen Kolonien, war eigentlich primär eine Leistung der sozialen Bewegungen im Süden, in den betroffenen Ländern. Aber an den Grundlagen der europäischen Handelspolitik, der Zielsetzung, hat sich nach 10 Jahren der Auseinandersetzung nicht ein Komma geändert. Damals gab es in den USA ein ähnliches Projekt, das teilerfolgreich war. Da haben einige Gruppen es geschafft, einen Gesetzesentwurf für eine andere US-Handelspolitik in den Kongress einzubringen. Also wir sind tatsächlich so weit gekommen, dass ein Gesetzesvorhaben dort zur Verhandlung gestellt wurde. Das wurde dann natürlich abgelehnt, weil die Mehrheitsverhältnisse so sind, wie sie sind. Aber immerhin dieser Schritt, mal so eine Alternative dort einzubringen, war möglich und hat uns ziemlich inspiriert. Und damals hatte der David Hachfeld, den vielleicht ein paar von euch noch kennen, der war früher sehr aktiv in ATTAC, vor allem in der Kampagne gegen das Dienstleistungsabkommen GATS, damals vor 10 Jahren, arbeitet inzwischen bei Oxfam. Der hatte diese Idee, auf EU-Ebene ein alternatives Handelsmandat zu entwickeln und ins EU-Parlament einzubringen. Daran haben wir seit 2009 dann diskutiert. Also 2019 so eine Phase, wo wir diese erste kleine Broschüre, die vielleicht auch ein paar von euch noch kennen, erstellt haben, so als erster Aufschlag, um was es in so einem Handelsmandat gehen könnte und um damit den Prozess zu verbreitern und mehr Gruppen einzubinden. Das hat dann im zweiten Schritt zur Gründung der Allianz für ein alternatives Handelsmandat geführt, an der inzwischen über 50, 60 Gruppen europaweit beteiligt sind, zum Teil auch große Organisationen wie die britische World Development Movement und ähnliche. Und innerhalb dieser Allianz wurde dann ein Konsultationsprozess durchgeführt, in dem zu bestimmten Fachthemen mehrere Fachseminare mit Leuten, die sich da auskennen, geführt wurden, aber auch öffentliche Veranstaltungen. ATTAC Deutschland selber hat während mehrerer Sommerakademien immer wieder das alternative Handelsmandat thematisiert, den Stand vorgestellt und zur Diskussion gestellt. Und 2013 konnten wir das dann in einem etwas schwierigen Redaktionsprozess in ein erstes Dokument zusammenführen. Das erste Dokument hatte 55 Seiten, hat noch nicht die Hälfte aller Inhalte und Texte, die rein sollten, gehabt. Dann haben wir das in den Papierkorb schmeißen müssen. Und dann haben wir nochmal jemand angestellt, der ein Dokument von erträglicher Größe, das ein bisschen so geschrieben ist, dass man es im Europäischen Parlament einsetzen kann, zusammengestellt hat. Das ist dieses Dokument, alternatives Handelsmandat, Zeit für eine neue Vision.
das dann Ende 2013 rauskam. In diesem Redaktionsprozess gab es ein bisschen einen Bruch. Unser ursprünglicher Ansatz war ganz stark auszugehen, nicht von der Handelspolitik und nicht von den handelspolitischen technischen Details, wie das die letzten 10 Jahre ganz oft in der handelskritischen Bewegung der Fall war, sondern wir haben gesagt, wir müssen eigentlich mit dem anfangen, worum es uns geht, welche gesellschaftlichen Ziele haben wir, was brauchen die Menschen und welche Handelspolitik ergibt sich daraus. Das war so der Narrativ für das erste Dokument. Bei dem zweiten Dokument musste man da ein bisschen wieder zurückrudern, damit es überhaupt politikkampagnentauglich ist, damit im EU-Parlament Leute was damit anfangen können. Damit haben wir uns natürlich wieder ein anderes Problem eingehandelt. Das Dokument ist für die breite Öffentlichkeit eher nicht so geeignet, also das jetzt vorliegende. Da muss man eigentlich jetzt im zweiten Schritt nochmal eine öffentlichkeitstaugliche Version draus schreiben. 2013 gab es dann einen öffentlichen Launch, ein öffentliches Event, wo wir das in Brüssel veröffentlicht haben, mit einigen EU-Parlamentariern bereits, auch mit einer kleinen Demo vor dem EU-Parlament. Und ein entscheidender Schritt nach dem Erstellen dieses Dokuments, wo ja ganz viel Arbeit reingesteckt wurde, 4 Jahre lang Konsultationen, Arbeit von ganz vielen Gruppen, das nicht in der Schublade verschwinden zu lassen, sondern zu sagen, wir müssen mit dem Dokument jetzt politisch arbeiten. Das war, glaube ich, der entscheidende Schritt über das hinaus, was in der Vergangenheit so an Alternativprojekten waren, die immer irgendwie im Papier geendet sind und dann vergessen wurden. Sondern wir haben die Tatsache, dass 2014 die Wahlen zum EU-Parlament stattfanden, genutzt, um dieses Dokument bereits bei den Kandidaten bekannt zu machen und dadurch ins EU-Parlament einzubringen. Gab es eine sogenannte Pledge Campaign, also eine Kampagne, wo die Parlamentarier zu neuen Fragen, die aus dem ETM abgeleitet sind, sich also Stellung beziehen sollten und sagen sollten, wie sie sich verhalten werden, wenn sie gewählt sind. Und es gibt tatsächlich 73 Mitglieder des Parlaments, das sind ungefähr 10%, das ist nicht wenig, die diese neuen Forderungen unterstützen. Das heißt, wir haben explizit eine starke politische Kraft im EU-Parlament, die diese anderen handelspolitischen Vorstellungen mindestens im Grundsatz unterstützen und zugesagt haben, sich dafür einzusetzen. Jetzt kommt natürlich Schritt 3 und man muss mit diesen Leuten arbeiten, sie vielleicht auch mal gelegentlich ein bisschen unter Druck setzen. Das ist vielleicht auch der Punkt, wo dann Gruppen vor Ort wie Attacke München ins Spiel kommen, die mit ihren Parlamentariern hier, EU-Parlamentariern hier vor Ort mit diesem Dokument dann arbeiten könnten. Ziel dieses Projektes war es, in Anlehnung an das, was ich vorhin schon dargestellt habe, überhaupt mal die Debatte über die Handelspolitik der EU anzustoßen. Denn die ganzen letzten 10, 15 Jahre gab es eigentlich keine öffentliche Auseinandersetzung darüber. Deutschland ist Exportweltmeister, das ist super, wir profitieren von, und damit ist Ende der Diskussion, Handelspolitik ist das Richtige. Das heißt, darüber eine Diskussion anzufangen, dass es eben nicht stimmt, dass es da andere Wege gibt. Die Alternativlosigkeit zu durchbrechen, die handelspolitischen, zivilgesellschaftlichen Akteure miteinander in Verbindung zu bringen und dann schließlich eine andere Handelspolitik ins EU-Parlament zu tragen. Entscheidend dabei ist vielleicht, dass es eben darum ging, auch den Grundcharakter dieser Debatte zu ändern. Wenn öffentlich über Freihandel diskutiert wird oder wurde, dann ging es bisher immer um den Gegensatz von Freihandel versus Protektionismus. Man sieht schon an der Wortwahl, wer diese Debatte steuert. Das war mal eine berechtigte Debatte im 19. Jahrhundert vielleicht. Heute kann es darum nicht mehr gehen, sondern uns ging es mit dem alternativen Handelsmandat darum, eine Diskussion darüber anzustoßen, welche gesellschaftlichen Ziele wir haben
und welche Rolle Handelspolitik dann darin spielen kann, soll oder vielleicht auch nicht spielt. Also das heißt, vereinfacht gesagt, Handelspolitik im Dienst für Mensch und Umwelt einzufordern. Das Dokument selber hat drei Teile. Am Anfang stehen die Grundprinzipien. Das sind praktisch hochkomprimierte Kurzfassungen dessen, was unsere gemeinsamen Grundsätze, Ziele sind. Der Begriff Grundprinzipien ist ein bisschen euphemistisch, das war mal in dem Vorläuferdokument ein bisschen klarer formuliert. Diesen Prinzipien merkt man schon deutlich an, das werdet ihr nachher sehen, wenn ich sie mal an die Wand werfe, dass da sehr viele Gruppen ihre Inhalte, Ziele reingebracht haben, da sehr viel in einen Satz dann immer zusammengepackt werden musste. Das ist so, liegt dabei in der Natur der Sache, wenn man mit so vielen Gruppen zusammenarbeitet. Das zweite ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich das ATM beinhaltet nicht nur Überlegungen für eine andere Handelspolitik, sondern auch dafür, wie Handelspolitik gemacht wird. Das heißt, wir haben eigentlich mit zwei Seiten zu tun. Das ist, glaube ich, vorhin deutlich geworden. Es gibt die Inhalte und Ziele der Handelspolitik und es gibt die Strukturen und Verfahren, in denen sie gemacht wird. Wer entscheidet, in welchem Interesse, auf welchem Wege darüber, welche Handelspolitik gemacht wird? Und dafür gibt es einen Vorschlag, der ist in dem Dokument selber sehr kurz gehalten, zwei Seiten. Dazu gibt es aber noch ein längeres Hintergrunddokument, in dem das weiter ausgeführt wird. Und dann gibt es im dritten Teil, haben wir 10 Politikfelder definiert und für die jeweils kurz dargestellt, was das Problem ist und dann dargestellt, welche alternativen Ansätze, welche anderen Ziele und Vorschläge wir da haben. Die Formulierung dieser Vorschläge bewegt sich so ein bisschen zwischen politischer Forderung und erstem Ansatz für andere Politik. Also das dann nochmal in Gesetzesvorhaben oder Regeln, die man dann im Politikapparat einsetzen und abstimmen kann, ist nochmal ein weiter Weg natürlich. Zu den Prinzipien des ATM in aller Kürze, ich bringe nachher nochmal das Gesamtdokument an die Wand, gehören Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind. Vorrang für Menschenrechte, der Schutz der öffentlichen Güter, Selbstbestimmung in der Entwicklungspolitik. Da vielleicht ein kurzer Einschub. Das alternative Handelsmandat wurzelt in der Zeit im letzten Jahrzehnt, als die internationale handelspolitische Diskussion sehr stark von der Nord-Süd-Frage geprägt war. Damals war Handelspolitik vor allem ein Angriff der EU und der USA auf die Länder des Südens. Und dementsprechend ist das ATM bisher noch sehr stark von dieser Auseinandersetzung geprägt und beinhaltet sehr stark entwicklungspolitische Forderungen. Dadurch, dass das TTIP praktisch in der Schlussphase der Erstellung dieses Dokuments aufkam, sind spezifische Fragen zum TTIP da noch nicht drin. Das wäre eigentlich auch ein nächster Schritt, wo man das Dokument weiterentwickeln müsste. Zu diesen entwicklungspolitischen Fragen gehören eben solche Dinge wie lokale Produktion, Ernährungssouveränität, was einfach für die Menschen im Süden ganz wichtig ist, die Verteilung der Gewinne auf der Wertschöpfungskette ist ein ganz zentrales Problem. Und dann Zugang zu Wissen. Und vielleicht fürs TTIP wieder ganz zentral das Vorsorgeprinzip. Die Prinzipien der demokratischen Verfahrensweise lassen sich ganz knapp in die 4 Schlagworte zusammenfassen. Transparenz, da sind wir natürlich sofort bei TTIP. Einflussnahme der Wirtschaftslobby zurückdrängen, sind wir auch sofort bei TTIP. Stärkung parlamentarischer Entscheidungen zurückdrängen der EU-Kommission. Das kann einfach nicht sein, dass über so zentral in unser Alltagsleben eingreifende Verträge ein Bürokratenstab, der nicht gewählt ist, entscheidet und das praktisch komplett alleine steuert. Und schließlich und vor allem die Beteiligung der Zivilgesellschaft.
die Politikfelder, die definiert wurden, sind eigentlich zum Teil die wesentlichen Dinge, die uns im Alltag berühren, zum Teil aber auch wesentliche Punkte, die jetzt in den letzten Jahren in den Wirtschaftskrisen uns Probleme gemacht haben. Die Ernährung, Landwirtschaft ist natürlich klar, ist vor allem für Länder des Südens zentral. Gute Arbeit, Menschenrechte und wie die umgesetzt werden können. Geld und Investitionen, da greifen wir natürlich direkt in die Finanzmarktkrise ein. Das ist vielleicht noch wenig bekannt, dass Handelsverträge massives Instrument für die Deregulierung der Finanzmärkte und der Banken sind. Also über die Abkommen für den Handel mit Dienstleistungen ist das ganze Bankwesen schon sehr stark dereguliert und die Verträge behindern eigentlich im erheblichen Maße internationale Maßnahmen zur Re-Regulierung der Finanzmärkte. Es wird dann schnell komplizierter, da gibt es einige sehr gute Studien von einer Organisation in den Niederlanden, SOMO, allerdings auf Englisch. Dann das Thema Rohstoffe, da gehe ich nachher nochmal kurz drauf ein, Klimawandel, öffentliche Dienstleistungen, öffentliches Beschaffungswesen und geistige Eigentumsrechte. Öffentliches Beschaffungswesen ist für uns beim TTIP nochmal in Bälde ein wichtiger Bereich, der wird bisher noch nicht diskutiert. Da ist bisher auch noch nichts bekannt, was konkreter die Planungen sind. Der greift aber natürlich wieder ganz massiv in den Handlungsspielraum, vor allem dann der Kommunen ein, die letztlich über so einen Vertrag gezwungen werden könnten, ihre öffentlichen Beschaffungen und Aufträge transatlantisch auszuschreiben. Das hat jetzt zum Beispiel für die Eine Weltbewegung, für entwicklungspolitische Anliegen wieder massive Auswirkungen. Wir sind gerade Baden-Württemberg, aber ich glaube auch deutschlandweit stark dabei, Nachhaltigkeitskriterien und faire Kriterien in die öffentliche Beschaffung einzubringen. Diese Bemühungen können, je nachdem, wie der Vertrag gestaltet wird, praktisch über Nacht zunichte gemacht werden. Gibt es vielleicht an der Stelle Fragen? Jetzt habe ich schon ziemlich lange geredet. Aber noch nicht das Ende des Vortrags, oder? Ich würde noch ganz kurz auf ein paar von den Prinzipien eingehen und so exemplarisch an einem von den Vorschlägen noch was sagen. Weiß nicht, wollen wir das zu Ende bringen oder jetzt schon eine kleine Ein oder zwei Verständnisfragen? Ja, wenn es Verständnisfragen sind. Oh, ja. Ja, oder lieber zu Ende. Lieber doch zuerst ja. Zu Ende. Gut, ja. Okay. Gut. Das Dokument liegt übrigens vorne am Tisch. Ich habe allerdings jetzt nicht mit so vielen Teilnehmern gerechnet, von dem hier 20. Also von der Langfassung und von der Kurzfassung sind 40 da. Dies ist auch etwas benutzerfreundlich. Aber es gibt es auch im Internet natürlich. Man kann es auch im Internet runterladen. Auf der ATTAC-Webseite, wenn man da alternatives Handelsmandat in Suchfunktion eingibt, gleich der erste Link, der hochkommt, da ist die Hauptseite vom ATM und da sind rechts stehen die ganzen Dokumente. Da steht das ATM auf Deutsch in Lang- und Kurzfassung. Die Zusatzdokumente, wie etwa der erweiterte Text zur Demokratie, den gibt es bisher nur auf Englisch, der steht auf der Webseite von der ATM Alliance. AlternativeTradeMandate.org. Alternative Trade Mandate in einem Stück durchgeschrieben. Allerdings ist die Seite ein bisschen, die hat ein paar Macken, da muss man ein bisschen suchen, bis man die Dokumente findet. Also das ATM selber zum Beispiel steht erst ganz unten, wenn man runterscrollt. Dann liegt vorne noch ein anderes Dokument, das vielleicht ganz interessant ist. Ist zwar auch auf Englisch, aber die Namen kann man, glaube ich, trotzdem lesen. Das ist die Liste der 73 Parlamentarierinnen, die
die das ATM, also die Forderungen des ATM unterschrieben haben und auf der Rückseite die Forderungen, nach denen die gefragt wurden, auf Englisch allerdings. Das hier gibt's auch auf der Webseite vom Alternative Trade Mandate. Ja, wir stehen ein bisschen mit den Übersetzungen auf dem Schlauch. Also auch ich bin selber mit der Übersetzung ja noch nicht so glücklich, da sind einige Macken drin. Deswegen haben wir da auch noch keine richtige Broschüre gedruckt mit einer größeren Auflage. Im Moment sind Kollegen von ATTAC Deutsch, von ATTAC Österreich dran, da nochmal über die Übersetzung drüber zu gehen. Gut, die Kernprinzipien hier, 15 Stück an der Zahl. Vielleicht ganz kurz zum ersten noch ein paar Anmerkungen. Unser Mandat fordert eine Handels- und Investitionspolitik, die den Menschenrechten, einschließlich Frauen- und Arbeitnehmerinnenrechten und Rechten für indigene Völker sowie dem Schutz der Umwelt Vorrang vor privaten und Konzerninteressen gibt. Besser? Ja. Oder ich kann es auch noch größer machen. So? Geht's? Das klingt so erstmal selbstverständlich. Dahinter steckt aber ein strukturelles Problem der Freihandelspolitik. Diese ganzen Menschenrechte und also erweiterten individuellen und sozialen Menschenrechte sind letztlich international nicht mit wirklich durchsetzungsfähigen Instrumenten belegt. Freihandelsverträge dagegen haben immer in massivem Maße auch Durchsetzungsinstrumente, Sanktionsmechanismen, wie zum Beispiel Staat-Staat-Disputes, also Streitschlichtungsmechanismen, bisschen ähnlich wie die Investor-Staat-Klagerechte. Und die Freihandelsverträge bewegen sich seit der Gründung der WTO außerhalb des UN-Systems. Das heißt, wir haben praktisch global zwei parallele globale Rechtsstrukturen. Wir haben das UN-System, wo alle die schönen Sachen wie Klima-, Umweltverträge und Menschenrechtsverträge verankert sind, für die es aber keine wirklichen Maßnahmen gibt, um sie durchzusetzen. Und dann haben wir die Wirtschaftsabkommen, die meistens bilateral sind, seitdem die WTO gestoppt ist, und bilateral mit massiven Durchsetzungsmechanismen versehen sind. Das heißt, hinter dieser Forderung steckt im Grunde das Problem der Global Governance, also wie wir global solche Dinge besser regeln können. Ein großer Teil dieser Prinzipien hat viel mit entwicklungspolitischen Fragen zu tun, aber schon auch mit grundsätzlichem Hinterfragen der Globalisierung oder der globalisierten Wirtschaftsweise, alles ungeachtet der Herkunft über den Globus hin und her zu schieben. Ein Ziel, das so nicht so ganz klar rauskommt, ist durchaus, regionale Wirtschaftskreisläufe mindestens zu ermöglichen, wenn Menschen sie in Gang setzen wollen. Das ist dann vor allem im Bereich der Landwirtschaft im Süden wichtig, hier das Recht auf Ernährungssouveränität. Dazu gehören dann auch solche Prinzipien wie, dass Staaten die Möglichkeit haben, bestimmte Produktsparten gegen Importe zu schützen. Das ist also praktisch eine Rückabwicklung der Freihandelspolitik, die es bisher nicht mehr ermöglicht, dass etwa Billigimporte im Nahrungsmittelbereich an der Grenze gestoppt werden, wenn das dazu führt, dass Kleinbauern ihre Lebensgrundlage verlieren. Dann hier oben eine Industriepolitik fördern, die einen gerechten Übergang zu einem anderen Entwicklungsmodell begünstigt. Dahinter steckt natürlich die ganze Frage der ökosozialen Transformation. Der Begriff Industriepolitik ist, glaube ich, falsch übersetzt. Müsste ich nochmal nachschauen. Das ist das, was ich eingangs auch erwähnt habe. Mit internationalen Verträgen wie TTIP wird das herrschende, an Wirtschaftswachstum orientierte Modell zementiert, anstatt dass wir eine Öffnung ermöglichen, eine Öffnung verursachen, die hin zur ökosozialen Transformation führt.
Und ganz am Schluss dann nochmal das Vorsorgeprinzip, das eben durch TTIP ganz massiv in Frage gestellt wird. Jetzt wollte ich nur noch ein kleines Beispiel, was sich im Rahmen dieser ganzen Diskussion für uns gezeigt hat, war, dass es nicht reicht, sich mit Handelspolitik zu beschäftigen. Jetzt muss ich schon zu den Rohstoffen durchklicken. Ja. Also Handelspolitik wird von der EU-Kommission als Ziel an sich betrieben. Märkte öffnen ist ein Politikziel, das stellen wir in Frage mit diesem Ding. Aber um die gesellschaftlichen Gestaltungsziele, die wir erreichen wollen, die durch Freihandelspolitik behindert werden, durchzusetzen, reicht es nicht, die Handelspolitik zu ändern, sondern man muss im Grunde die wirtschaftlichen Strukturen ändern, die zu dieser Handelspolitik führen. Und ein kleines, eher pragmatisches Beispiel ist hier aufgeführt. In dieser Passage. Die EU hat, kann man das so rumlesen, dass das schwarz macht? Gut, dann nur, dass ihr es findet. Die EU hat in den letzten Jahren massiv am Aufbau der Bioökonomie gearbeitet, auch um das Rohstoffproblem etwas in den Griff zu kriegen und den Klimawandel in den Griff zu kriegen, mit dem völlig falschen Ansatz. Im Grunde die Landnutzung, die dafür notwendig ist, in den Süden zu exportieren. Das heißt, diese Bioökonomie führt massiv zu Landraub im Süden, führt letztlich über eine verfehlte Denkweise zu mehr Klimagasausstößen. Es ist inzwischen nachgewiesen, dass diese meisten Bioenergierohstoffe nicht CO2-neutral sind, wie man geglaubt hat, sondern im Gegenteil durch die vorherige Abholzung allein schon massiv CO2 ausstoßen und so weiter. Vor allem massive soziale Probleme im Süden. Das heißt, das ist eine Politik, die eng mit Handelspolitik in Verbindung steht, Investitionen in Ländern des Südens, Land kaufen, dort Dinge durchführen, dafür sollen Investoren geschützt werden, sollen dann ihre Produkte wieder frei nach Europa importieren können, um hier eine Bioökonomie zu befördern, Bioanteil im Benzin. Damit wir dann nominell, theoretisch auf dem Papier unsere Klimaschutzanforderungen erfüllen. Gleichzeitig ist es aber letztlich eine verfehlte Rohstoffpolitik im Land. Das heißt, anstatt auf ressourcensparendere Maßnahmen zu gehen oder überhaupt von kohlenstoffbasierten Kraftstoffen wegzugehen, wird versucht, diese Technologie weiterzuführen, aber indem man das Problem in den Süden auslagert und doch Landnutzung, Land raubt. Das heißt, da kann man vielleicht ein bisschen sehen, wie Handelspolitik und Binnenmarktpolitik und interne Industriepolitik auch zusammenhängen. Und wenn man das dann genauer studiert, gibt es da etliche weitere Beispiele, wo das aufgegriffen worden ist. Gut. Damit wären wir, glaube ich, am Ende des Vortrags. Ich möchte vielleicht zum Schluss für die Diskussion nochmal zurück auf TTIP kommen. Meine Wahrnehmung der Dynamik, die sich rund um das transatlantische Abkommen entfaltet, ist,
dass so viele Menschen aufgewacht sind, dass so deutlich geworden ist, dass hier eine Politik in die falsche Richtung geht, dass uns das Fell über die Ohren gezogen wird, dass hier eine echte Chance besteht, eine gesellschaftliche Debatte darüber anzustoßen, was wir hier in Europa, in der EU wollen, wie wir unsere Wirtschaft zukünftig anders gestalten wollen und mit welchen politischen Strukturen wir das machen wollen. Insofern bietet TTIP auch eine Chance. Das hängt aber von uns ab, ob wir die Energie aufbringen, mit unseren Alternativvorstellungen in diese öffentliche Debatte reinzugehen. Und dazu möchte ich heute Abend anregen. Vielen Dank.